Hallihallöchen, ich bin Josi, unabhängige Sensibraterin. Heute geht's wieder angedüftelt. Was habe ich angedüftelt? Habe ich was aufgebraucht? Ich erzähl's euch um ein bisschen was anderes. Und wer Sensi noch nicht kennt, kurz um was geht. Hier geht's um schöne Düfte für dein Zuhause, schöne schöne elektrische Duftlampen zum Dekorieren. Hier oben steht eine, die ist gerade im Moment bei mir aus, weil ich ein Elementwurm habe. Wir haben verschiedene und wir haben verschiedene Düfte für jeden. Finden wir das passende. Und es ist diesmal nicht sehr viel, gebe ich ehrlich zu. Ich hatte auch ein bisschen Urlaub und da habe ich auch mal hat die Josi auch mal die Duftnase mal sieben klar, mal die sieben bei Nummer. Einfach mal in Ruhe gebraucht und auch einmal mal die Füße hochgelegt und hat gesagt, morgen kann sie aufwechseln, morgen kann sie aufwechseln. Und der Mann war im Haus, also somit ist ein bisschen was liegen geblieben. Und wir hatten auch viel zu tun. Also ich war nicht viel daheim gewesen, deswegen kam nicht viel. Aber es sind schon ein bisschen was zum letzten angedüftet worden, ja. Wir haben 6, 9. 9 reicht doch auch erstmal und den habe ich gar nicht hier. Den habe ich, fällt mir gerade ein, den hatte ich ja reingemacht. Ja, es ist very vanilla, im Vanilleduft. Und ich kann euch die Reaktion auch sagen von meinen Männern, die in die Küche reingemacht hat, gerade so Lust auf Vanille gehabt, aber keine Lust gehabt, hier ins Wohnzimmer zu gehen, da das Wachs zu wechseln, dann wieder ein Ding. Und da war ich gerade im Ding, da habe ich das ganz fix gemacht. Da ging ich mit meinen Männern auf den Sack, was machst du denn schon wieder? Machst du wieder was rein? So habe ich das still und heimlich gemacht, wäre Vanilla. Und dann kam mein Sohn immer, hier riecht nach Keksen. Denn ich sage, hier riecht es ja lecker. Nach Gebäck hast du gebacken? Nö, habe ich nicht. Ich hatte nur wäre Vanilla drin. Die haben gedacht, es ist in Bäckerei, ist Vanille geduft. Gibt es Vanille-Keks oder so? Nee, Mutti hat nur einen Duft gewechselt. Auch. Ist auch schön. Hab auch noch ein bisschen was, haben Sprühreiniger leer gemacht in Banana Leaf? Nee, Banana Bambu. Den habe ich hat mein Mann schon weggeschmissen beim Aufräumen. Und die Tut hat er schon weggeschafft. Also, der ist auch leer gegangen. Ich mag unsere Reinigerprodukte. Ich tue sie sparsam benutzen, aber wenn sie leer sind, sind sie leer und ich werde wieder mal einen neuen Account eigentlich ziehen. Ich habe auch, glaube ich, noch einen. Ja, ich habe einen winterlichen, das passt ja noch. Also ich komme noch bis ich hin, ja. Ja, was habe ich noch aufgebraucht? Habe ich nicht, links, einen Duft habe ich nicht, aber den können wir auch beim nächsten Mal angedüftet machen. Vielleicht ist bis dahin wieder ein bisschen was dazu gekommen. Es ist sehr wärmer geworden, ja. Ich wollte euch eigentlich noch was anderes erzählen, aber das erzähle ich zwischendurch. Ich habe gerade aktuell hier im Wohnzimmer Dashing. Ich habe schon wieder eine Schnuppennase, woher ich die habe, weiß ich nicht. Also es ist ein leichter maskuliner Duft. War letztes Jahr? Ich habe ein paar Mal geduftet, sonst wäre die Packung nicht fast leer weit. Ein vanilliger Duft, aber auch ein bisschen hölzern. Also ich sage immer, war da Lavendel noch drin? Nee, Vanille war drin. Aber hat so Vibes auch ein bisschen von Jamie Time. Ich sage das dunkle Jamie Time dazu immer. Ich finde, Dashing ist schön. Wenn er leer ist, ist er leer. Klappt aktuell auch im Katalog. In der Winterzeit werde ich noch mal Düfte mal gucken, ob ich sage, ich nehme noch mal. Ich weiß es nur nicht. Ich muss ja auch mal aufbrauchen, ich muss ja auch wieder Platz schaffen. Dann hat sich mein Sohn Amazon Rain gerade aktuell drin. Das ist ein schöner, mal was Frisches, mal was Angenehmes. Schön, wenn man Sensi noch nicht kennt, aber die Düfte, wo wir aktuell angeboten gibt, vielleicht. Könnt ihr mich auch mal fragen, ist das mehr für Anfänger super, der Duft? Kein Problem. Also wir haben im Moment auch manchmal so Specials drin. Sensi haut im Moment vor Weihnachten immer was raus. Ja,
Melone, frisch. Da war noch ein bisschen was drin, ich glaube, ein bisschen Wasser war da drin. Aber der ist sowas von schön. Hat mein Sohn Mensch in seinem Zimmer, der freut sich drüber. Ist wunderbar. Ja, Vanillebahnbrot habe ich hier. Habe ich auch in der Lampe gehabt. Ein paar Tage. Ja, das ist ein holziger Vanilleduft, aber richtig holziger Vanilleduft. Und ich habe ihn auch als Special Parfum da. Also als Granulat. Wir haben den ja in der Festtagskollektion als Waschmittelkonzentrat, den Duft. Und auch mit Wäscherwürst. Spoiler ist aktuell in der Wiffbox Oktober drin. In Amerika ist die Wiffbox schon vergriffen wegen der. Ihr habt ja schon mal ein Unboxing gesehen. Ist sie schon vergriffen. Und da ist ja Wäscherwürst mit drin. Ich muss sagen, ich teste gerade die Wäschedüfte aus. Ich habe den. Und Frosted Air drin da. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, die frische Wäsche muss frisch riechen. Frischer Duft. Ich kann mich mit dem holzernen Duft nicht so anfreunden. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal probiert. Ich werde ihn auch leer machen. So ist es nicht. Ich persönlich würde mir den nicht mehr als Wäscheduft zulegen. Ja, das habe ich so überlegt. Ich habe jetzt ein paar Sachen auch liegen gehabt, noch hier. Habe meinen Sohn im Endeffekt mal gefragt. Er findet ihn schön, aber er empfiehlt die frische Nuance noch. Ja, verstehen wir gut. Mutti ändert so wieder was. Auch gedüftet in der Küche. Wie komme ich denn jetzt drauf? Wie komme ich? Okay. Cherries. Champlat. Ein schöner Kirschduft, ein süßlicher Marmeladen. Kirschduft erinnert mich hier an die kleinen, wenn ich heute dran rieche, an die kleinen Lollis, die so klein waren, mit einem grünen Stiel. So erinnert er mich, so ein bisschen an Kindheit. Ist ein schöner Duft, hatte ich noch aus dem letzten Jahr, ist er aktuell aus im Katalog. Ja, ihr seht, ist noch ein Würfelchen drin. Ich finde ihn schön fruchtig, kirschig. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mag wie Simply Black Cherry, mag ich ja. So simple. Der ist schön, aber ich habe irgendwie die Nase an Kirschenwind verloren. Ja, es tut mir leid, aber. Nasen tun sich auch mal verändern. Dann habe ich Scarlet Sunflower gedüftet. Ja, und das ist ein. Die gehört zur fruchtigen Kategorie. Ich vergesse es immer. Du hast Bärriges war, glaube ich, drin. Oder war das Apfel? Der Sonnenblume, er ist wunderschön. Wenn es so anfängt, langsam die herbstliche Zeit zu gehen, finde ich den schön, auch so ein bisschen in die Winterzeit mit rein, dass man mal was fruchtig. Ich finde, den hat er auch eine blumige Ausstrebung, finde ich den wunderschön. Also kann ich nur empfehlen. Er ist auch ein bisschen intensiver, finde ich. Also den haben wir auch. Was haben wir noch? Holiday Market aus der Festtagskollektion. Ich habe ihn getestet hier im Wohnzimmer. Falscher Raum oder falsche Gelegenheit. Es waren, glaube ich, hatten nur 15 Grad draußen, 16 Grad, 17 Grad und die Josi düftete den. Ja, der hat was Punschiges. Er ist sehr intensiv, finde ich. Ja. Ja, wie in einem Weihnachtsmarkt mäßig. Ihr habt die Gewürze drin. Er ist ganz schön in der Nase, zieht er. Also den und jetzt so in der Halbzeit nicht. Der ist wirklich winter. Da muss ich schon mal ein bisschen mehr frösteln draus. Ich hoffe, es fröstelt auch mal bald draußen. Auch gedüftet und getestet von meinem Sohn. Gingerbread
Cheesecake. Aktuell in der Wiffbox. Ich glaube, den kann man auch über Dings in der über Clubcard aktuell auch so kriegen, ne? Ja, der hat eine leichte Käsekuchennote. Aber der Lebkuchen kommt mehr in Vorschein, finde ich. Aber sowas schon schön. Es ist schön, ein schöner Bäckereiduft für die Winterzeit. Mein Sohn feiert den. Lass mir auf. Mein Sohn hat mehr geduftet als ich. Fällt mir so auf. 1, 2, 3. Ich glaube, der hat noch 4. Der hat noch zwischendurch noch einen drin gehabt. Ja, 4. Nee, nicht 5. Ist, ihr merkt, mein Sohn mag schön duften und auch testen. Ja, den Duft des Monats November. Christmas Cookie. Das ist, hat eine tannige Note drin, eine orangige Note und Lebkuchen. Und ihr habt die leichte Frische von der Orange. Ja, und in der Kombination mit dieser Frische, also diesen Weidigen, ist das sowas von angenehm. Also ein schöner winterlicher Wintergebäckduft ist das. Finde ich super. Wird noch weiter zu Bange. Der Bar da ist. Und der sieht ja manchmal schlecht aus. Ich finde den vom Design so schön. Früher war, was ich so gesehen habe, gab es öfters so Designs. Sensi, ich hätte so ein Design öfters gerne wieder. So, dann hatte ich auch Frosted. Vanilla ist ein kühler Vanilleduft, erfrischen. Ja, der ist sowas von einfach und klar. Eine klare Kaltbrise und eine Vanille. Mehr brauchst du dazu nicht sagen. Ja, das war das angedüftet von mir. Was habe ich noch zu berichten? Ja, ich habe auch noch was anderes getestet. Auto steht unten. Dort ist es drin. Hab vergessen mitzunehmen, aber ihr wisst es ja, viele kennen ja schon Sensi. Es war in der Wiffbox September ein exklusiver Clip drin mit einer Sonnenblume. Ich habe den Duft drin gehabt im Auto. Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, aber ich weiß es nicht mehr. Oh, wenn mir was einfällt und ich das Video hochlade, tue es in euch in die Kommentare pinnen. In die Videobeschreibung schreiben, wie der Duft war. Also ich habe mir eingehängt, habe gesagt, noch, du hast ja bald Urlaub, kannst den hier reinhängen und wenn du dann zwischendurch im Urlaub mit dem Auto fährst, merkst. Heute die Waldfee. Ersten zwei Tage habe ich noch schön gefunden. Ja, ja. Wo sie in Urlaub, wo sie hat. Ihr Auto eine Woche, fast eine Woche nicht bewegt. Ich mach die Tür auf von meinem Auto. Ihr glaubt nicht, was für ein Dufterlebnis erstmal gegen mich gefeuert ist. Also, ich habe gedacht, mein Auto ist nach dem Duft voll. Da hat jemand mehrere Duftlampen gehabt und das auf volle Tröhnung. Es hat auch ein bisschen nach oben gebrannt. Muss ich ehrlich zugeben. Nee, das war auch schon der Mief ein bisschen. Denke ich mal, der Mief wurde drin. Ich habe erstmal das Fenster auf und denke, ihr macht die Tür auf und ihr habt ein Stufterlebnis gehabt. Ich muss aber ehrlich sagen, es war ein bisschen heavy für mich. Ich habe wieder jetzt, ich bin jetzt schon eine Woche arbeiten. Ja, es ist angenehmer geworden. Nach 4 Tagen. Nee, nach 3 Tagen wurde es schon angenehmer. Am 4. jetzt haben wir gehabt. Es ist noch ein bisschen angenehmer geworden. Es hat aber auch eine Fantasie, muss ich euch sagen, im Auto. Ihr habt diese Sonnenblume. Ich habe ja, ich brauche einen neuen Duft, hänge ich schnell und fertig aus ist bei mir. Ich vergesse auch immer mal meine ganzen Sensorkus drin abzuhängen. Da könnte ich euch auch erzählen, was ich da hängen habe. Da habe ich, glaube ich, 3 Sensor gehängt, die wohl nicht mehr duften. Und habe auch Kabas, die nicht mehr duften. Ich glaube, Lemongrass und
Lemongrass und, warte mal, Gogo-Mango. Also von der Farbgebung, das ist den Orange und einmal Gelb, passt ja super. Mit der Promotion, mit der Sonnenblume. Ihr fahrt so durch den Herbst. Ich muss, habe eine Straße, links, rechts Feld. Die sind leer. Und ihr habt dann Bäume, links, rechts Bäume. Zumindest auf der rechten Seite. Also mache, wenn ich nach Hause fahre. Das sieht schon faszinierend aus mit der Sonnenblume da so in der Mitte hängen. Ja. Aber ich muss sagen, der Duft, der passt jetzt persönlich nicht zu mir. Aber das muss. Und jeder hat ja zum Glück andere Geschmackssorten. Ja. Und ich hoffe, er duftet bald nicht mehr so sehr. Aber ich werde ihn demnächst jetzt austauschen. Ich habe ja schon neuen Kleber bereitstehen. Und dann wird mein Auto, oh, tut mir leid, dass die Nase läuft, mein Auto danach Probehaar riechen. Ja, das sind so ein bisschen Anekdoten von euch und ein kurzes Update. Meine Küche im Urlaub wurde nicht fertig. Meine Küche ist noch eine Baustelle, hatte ich ja mal angeschnitten, wollte ich nur mal kurz erzählen. Wenn ihr sagt, Josi, wie geht's denn mit deiner Küche rein? Ist noch eine Baustelle, ich warte auf neue Küchenschränke. Ja, man kauft eine Spülmaschine und jetzt brauche ich eine neue Küche. Sowas habe ich auch nicht erlebt. Ich kaufe ein Küchengerät, was passt. Ne, wenn es nicht passt, wird es gemacht, dann sieht es erstmal gut aus. Und in ein paar Jahren reden wir weiter. Jetzt kriege ich eine neue Küche. Ja, weil es mir nicht gefällt, wie es jetzt aussieht. Ja, ist ja egal. Ja, ansonsten, die Fettbratze gibt es auch noch. Ja, und ich werde jetzt hier abschalten. Ihr auch. Also ich würde sagen, schaut auf die Shop-Seite, stöbert mal, guckt euch das an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an. Und ich würde sagen, du drückst da unten in die Shop-Seite, stöberst ein bisschen und wir schalten ab. Also macht's gut, eure Josi.